langsam nervt. Und meine Hose ist zu eng. Zwei Leute heiraten. Die Frau riecht nach Nivea-Creme und der Mann findet das toll. Der Kosmos nervt. Und meine Wohnung ist zu klein. Horst ist gut in Englisch. Das Wetter ist ständig das gleiche und die Erde bebt nur anderswo. Nur anderswo. Das Leben ist uninteressant. Uninteressant, aber schön. Das Leben ist uninteressant, aber immer wieder schön. Der Dollar fällt, der Dollar steigt. Der eine bläst und der andere geigt. Das eine heißt Wirtschaft, das andere Orchester. Wer beides kann, wird Klassenbeste. Erotik nervt, denn meine Liebschaft ist zu mager. Da heiraten schon wieder zwei. Der Mann ist demnächst Geologe und die Frau findet das toll. Die Heimat nervt und meine Hände stinken. Im Fernsehen kommt die siebte Folge einer 13-teiligen Serie. Ich grüble kurz und gähne, ich grüble kurz und gähne. Das Leben ist uninteressant, uninteressant, aber schön. Das Leben ist uninteressant, aber immer wieder schön. Der Staat ist stabil, der Frieden ist sicher. Auf größte Empörung folgt großes Gekicher. Das eine heißt Lüge, das andere Humor. Wer beides kann, ist außen vor. Ich würde so gern durch Kreuzberg fahren in einer offenen Kutsche. Ich würde den Bürgern Bonbons zuwerfen, hier habt ihr was zu lutschen. Und sie würden vor mir auf die Knie fallen und mich lieben und preisen. Das wäre interessant, doch würden sie wirklich, sie würden wohl nicht, sie gäben mir nicht mal die Hand. Das Leben ist uninteressant, uninteressant, aber schön. Das Leben ist uninteressant, aber immer wieder schön. Das Leben ist uninteressant, uninteressant, aber schön. Das Leben ist uninteressant, aber immer wieder schön. Mein Vater handelte mit geschlossenen Türen. Mein Vater handelte mit geöffneten Türen. Und er lebte auch nicht schlecht dabei. Mein Vater handelte mit ausgeknipsten Lampen. Mein Vater handelte mit angeknipsten Lampen und er lebte auch nicht schlecht dabei. Mein Vater handelte mit geschlossenen Türen. Mein Vater handelte mit geöffneten Türen und er lebte auch nicht schlecht dabei. Mein Vater
handelte mit ausgeknipsten Lampen. Mein Vater handelte mit angeknipsten Lampen und erlebte auch nicht schlecht dabei. Meine Mutter